Stellt euch vor, wir befinden uns in Hannover, kurz nach dem Ersten Weltkrieg, Anfang der 1920er Jahre. Ein etwa 40-jähriger Mann betritt die Wartehalle des Hauptbahnhofes und sieht sich unter den Reisenden um. Er trägt einen Anzug, einen Hut und einen Mantel. Nichts besonders Teures, aber er geht mit seiner Kleidung als Detektiv durch. Der Mann fixiert einen etwas heruntergekommen aussehenden Jugendlichen, offenbar ein Ausreißer oder ein entlaufenes Heimkind. Er nähert sich und zeigt dem Jungen seinen selbst erstellten Detektivausweis. Kurz darauf verlassen beide gemeinsam die Halle und der Mann lockt den Jungen in seine Dachgeschosswohnung unweit des Bahnhofes. Einige Jahre später wird der abgetrennte Schädel sowie diverse Knochen des Jungen in der Leine, einem Fluss in Hannover, entdeckt. Gemeinsam mit etwa 300 weiteren Knochen, die mindestens zu 22 jungen Männern gehören müssen. Gerichtsmediziner stellen später fest, dass die Leichen mit einem Messer zerstückelt worden sind. Doch eine Frage bleibt ungeklärt: Was wurde aus dem Fleisch der Opfer? Der Mann, der mindestens 24 Jungen und junge Männer ermordet hat, heißt Fritz Hamann. Er wurde 1924 international bekannt, unter anderem mit dem berechtigten Spitznamen der Vampir von Hannover. Um zu verstehen, wie es überhaupt zu solchen Taten kommen konnte, möchte ich jetzt einfach mal den Lebensweg von Fritz Hamann darstellen und an den entsprechenden Stellen natürlich mein Berufswissen mit einfließen lassen, weil es natürlich da wieder auch Störungen gibt, die bei Fritz Hamann im Raum standen und ja, wo es auch Gutachten über ihn gab. Jetzt vielleicht erstmal was zu seiner Kindheit. Also Fritz Hamann hatte eine relativ schwierige Kindheit. Er hatte einen Vater, der relativ streng zu ihm war. Gleichzeitig wurde er von der Mutter ziemlich verhätschelt und ich glaube, das Schwierigste an der ganzen Geschichte war eigentlich das Verhältnis zu seinem älteren Bruder, der ihn über einen sehr, sehr langen Zeitraum sexuell missbraucht hat. Fritz Hamann hat es dann trotzdem geschafft, ungefähr mit 16 eine Lehre als Schlosser zu absolvieren und darüber hinaus eine Ausbildung an der Heeresunteroffiziersschule. Das Ganze war eigentlich auch so gar keine schlechte Idee, denn in der damaligen Zeit hat man auch im Militär relativ viel erreichen können, auch ohne eine besonders gute Ausbildung oder besonders gute Grundvoraussetzungen, was jetzt zum Beispiel ja, den IQ zum Beispiel betrifft. Das Ganze ist leider schief gelaufen, leider muss man sagen, denn Fritz Hamann hat tatsächlich Halluzinationen gehabt, die mehrfach aufgetaucht sind. Das hat dann dazu geführt, dass man ihn da aus dieser Schule wieder entfernt hat. Er hat sich abmelden müssen und das Ganze hat dann darin ja, resultiert, dass Fritz Hamann erstmal arbeitslos gewesen ist. Er hat keinen Antrieb gehabt, er wusste nicht wohin mit sich. Es ist dann zu ersten Straftaten gekommen, da er dann Kinder aus der Nachbarschaft sexuell missbraucht hat. Es kam auch zu einer Anklage, die wiederum wurde fallen gelassen. Das hat aber dann doch dazu geführt, dass Fritz Hamann in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen wurde, wo man dann unheilbaren Schwachsinn diagnostiziert hat. Da möchte ich kurz einhaken, das ist nämlich eine Diagnose, die es heutzutage nicht mehr gibt. Also Schwachsinn, das kennt man ja so umgangssprachlich, das ist Schwachsinn, das ist Blödsinn sozusagen. Das war damals eine psychiatrische Diagnose, die man heute als ja, Intelligenzminderung bezeichnen würde. Das bedeutet also ein IQ von unter 70. Ich verlinke an der Stelle mal mein Video über Intelligenzminderung aus der Serie Care klärt auf, falls ihr da mehr Informationen zu haben möchtet zu dieser Diagnose. Gut, wie ging es denn also weiter mit Fritz Hamann? Er wurde in diese psychiatrische Anstalt eingewiesen und hat es dort nicht besonders lange ausgehalten. Da möchte ich mal ganz kurz einen kleinen Einschub machen, nämlich aus der Geschichte der Psychiatrie. Es war ja um die Jahrhundertwende, das bedeutet 19. Jahrhundert, also 1899 zu 1900. Und das war weit vor der Erfindung der antipsychotischen Medikamente. Das bedeutet, solche Anstalten waren eigentlich reine Verwahranstalten. Von Heilung war da meistens nicht die Rede. Es ging einfach nur darum, störende Menschen aus der Gesellschaft zu entfernen, die zusammenzupferchen in solchen psychiatrischen Einrichtungen, wo sie dann halt eben verwahrt wurden. Und das waren eben buchstäbliche Irrenhäuser, wo sich halt geisteskranke Menschen, psychisch kranke Menschen damals aufgeführt haben, wie die buchstäblichen Irren einfach. Ja? Es gab keine wirklichen Medikamente zu der Zeit. Es gab bestimmte Methoden, wie man die Leute ruhig gestellt hat. Ja, man hat zum Teil halt versucht, sie ja, mit Auslauf im Garten irgendwie ruhig zu stellen. Aber die Leute, die wirklich eskaliert sind, möchte ich mal sagen, die sind auch tatsächlich eskaliert. Fritz Hamann hat das also nicht ertragen und ist dann dort ausgebüxt, hat sich in die Schweiz abgesetzt und erst im 21. Lebensjahr, also mit 21 Jahren, wieder zurückgekehrt nach Hannover.
Nachdem er wieder zu Hause war, wurde Fritz Hamann vom Militär eingezogen. Damals war er, wie gesagt, 21 Jahre alt und er wurde in Frankreich stationiert. Während seiner Dienstzeit hat er direkt zu Beginn relativ viele Ohnmachtsanfälle gehabt und wurde daraufhin nochmal genauer untersucht, hat dann die ersten Monate auch im Lazarett verbracht und man ist dann zur Diagnose hebephrene Schizophrenie gekommen. Das ist eine Diagnose, die ich auch mal kurz erklären kann. Es gibt ja bei der Schizophrenie verschiedene Untertypen, zum Beispiel die paranoide Schizophrenie, wo man mehr so Wahngedanken und Halluzinationen hat. Die hebephrene Schizophrenie ist eine Form, die sich eher so auf die Stimmungslage, also auf den Affekt auswirkt. Das bedeutet, man hat dann so bestimmte läppische Verhaltensweisen, man ist so distanzlos zu anderen Personen, lacht viel, unangebrachte Scherze und so weiter und so fort. So kann man sich es vorstellen. Also die Stimmungslage ist da einfach betroffen im Vordergrund. Fritz Hamann wurde dann also vom Militär wieder entlassen, wurde dann mit 21 Jahren quasi berentet, also in die Rente geschickt und ist erstmal wieder zurück nach Hannover gekehrt. Dort gab es dann verschiedene Schwierigkeiten mit seiner Familie. Er hat unter anderem den Vater dann auf Unterhalt verklagt, der musste dann halt für ihn bezahlen. Und er hat dann mit diesem Geld versucht, ein Fischgeschäft, eine Fischhandlung aufzubauen, ist damit gescheitert, hat verschiedene Beziehungen zu Frauen in den Sand gesetzt, war kurzzeitig auch mal verlobt, das hat auch nicht funktioniert. Und im Endeffekt hat er dann mit 26 Jahren, das war dann das Jahr 1905, angefangen, homosexuelle Beziehungen aufzunehmen. Hauptsächlich zu Männern, zu Prostituierten aus dem Hannoveraner Bahnhofsviertel, die er dann dort kennengelernt hat. Das waren zum Teil auch Ausreißer, wie gesagt, wie ich im Prolog schon angedeutet habe, Ausreißer, junge Heimkinder, die irgendwo weggelaufen sind und sich halt im Bahnhofsviertel so herumgetrieben haben. Die hat er angesprochen, mit denen hat er dann so Beziehungen geführt. Das ging eine Zeit lang gut, dann hat er sich den nächsten gesucht. Wahrscheinlich hat er da auch schon die ersten Fantasien entwickelt, wie er dann seine Partner umbringt. Während dieser Zeit ist er auch schon kriminell in Erscheinung getreten, hat dann so bestimmte kleinkriminelle Delikte begangen, wie zum Beispiel Diebstahl, Unterschlagung, Einbruch, Hehlerei und sowas, also hauptsächlich Eigentumsdelikte. Wurde im Zuge dieser Straftaten noch insgesamt 17 Mal verurteilt und darüber hinaus hat er als Polizeispitzel gearbeitet, hat also quasi Straftaten begangen, sodass die Polizei dann andere Straftäter, denen er zum Beispiel Diebesgut abgekauft hat, dann verhaften konnten. 1914 begann dann der Erste Weltkrieg, natürlich auch mit der Beteiligung Deutschlands, und zu diesem Zeitpunkt war Fritz Hamann 35 Jahre alt. Er hat nicht mitgekämpft, war nicht direkt vom Krieg betroffen, hat nämlich die Zeit des Ersten Weltkriegs eigentlich komplett im Gefängnis verbracht. Nach der Entlassung aus dem Gefängnis und nach dem Ersten Weltkrieg hat er dann weiterhin in Hannover gelebt, und zwar im Stadtteil Kahlenberger Neustadt. Damals war das Rotlichtviertel, so in der Nähe vom Hauptbahnhof. Etwa im Jahr 1918 oder 1919 hat Fritz Hamann dann begonnen, seine ersten Morde zu begehen. Er hat ja, wie gesagt, in der Nähe des Hauptbahnhofes gelebt, was so eine Prostitutionsgegend war, ein Rotlichtbezirk, wenn man so möchte, wo sich eben auch junge Männer prostituiert haben. Darüber hinaus waren nach dem Krieg natürlich viele Kinder auch Waisen oder sind ohne Aufsichtsperson durchs Land gereist, zum Beispiel zu Verwandten, die sie noch irgendwo hatten. Solche Menschen hat Fritz Hamann dann natürlich zu seinen Opfern auserkoren, indem er natürlich dann geguckt hat, mit wem kann ich irgendwie Kontakt knüpfen. Er hat ja, wie gesagt, diesen Detektivausweis gehabt, den er sich selbst erstellt hatte. Damit hat er dann wahrscheinlich so den Erstkontakt zu seinen Opfern immer hergestellt. Es waren, wie gesagt, entweder Prostituierte, darüber hinaus natürlich auch Heimkinder, die irgendwie entlaufen waren, oder Ausreißer oder Streuner jeglicher Art, die er eben in diesem Bahnhof und in der Umgebung des Bahnhofsviertels eben dann so aufgegabelt hat. Das hat Fritz Hamann insgesamt für 5 Jahre betrieben, bis 1924. Während dieser Zeit war er sowieso weiterhin mit kleinkriminellen Machenschaften beschäftigt. Er hat also teilweise auch so halblegale Sachen gemacht, wie zum Beispiel auf dem Schwarzmarkt Dinge verkauft. Er hat zum Beispiel mit Altkleider gehandelt. Er hat aber auch mit Konservendosen gehandelt, in denen dann meistens irgendwelche Fleischprodukte drin waren. Er hat sogar ein Restaurant beliefert. Im Nachhinein ist das relativ interessant, wenn man sich überlegt, dass Fritz Hamann möglicherweise, das hat er nie zugegeben, es gab aber schon bestimmte Indizien, die dafür gesprochen haben, dass Fritz Hamann eben das Fleisch seiner Opfer zum Teil eben auch verkauft haben könnte. Unter anderem eben an ein Restaurant in seiner Nachbarschaft. Da hat Fritz Hamann nachweislich Fleisch hinverkauft. Wo er das her hatte, konnte man irgendwie nie wirklich klären. Was man allerdings schon klären konnte, war die Frage, wie Fritz Hamann seine Opfer überhaupt ermordet hat. Nach seiner Ergreifung 1924 hat er nämlich angegeben, dass er die Opfer totgebissen hat. Aus dieser Vorgehensweise wiederum leitet sich dann auch der Spitzname ab, der Vampir von Hannover.
Eine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, ob Fritz Hamann das Blut auch getrunken hat, seiner Opfer. Ich könnte es mir vorstellen, weil es ja sowieso Anzeichen dafür gab, dass er kannibalistische Handlungen vollführt hat oder zumindest das Fleisch dann zum Teil verarbeitet und als Konservendosen verkauft hat. Und die Frage, ob er wirklich Blut oder Fleisch seiner Opfer gegessen oder getrunken hat, das konnte man eigentlich nie wirklich klären. Aufgrund der Vorerkrankungen und seiner allgemeinen Vorgehensweise, auch der Tatsache, dass er eigentlich ein Sexualmörder war, würde ich sagen, es liegt auf jeden Fall im Bereich des Möglichen. Im Mai 1924 hat die Polizei dann erstmals Ermittlungen gegen einen unbekannten Täter aufgenommen. Grund war, dass Kinder beim Spielen in der Leine, also dem Fluss in Hannover, mehrere Schädel gefunden hatten. Und nachdem das dann der Polizei eben mitgeteilt wurde und die Polizei das eben untersucht hatte mit Gerichtsmedizinern und festgestellt wurde, dass das eben keine Kriegsopfer waren, sondern dass eben der Schädel abgetrennt wurde mit einem Messer vermutlich, wurden dann weitere Ermittlungen eingeleitet. Man hat sich dann auch sehr darauf konzentriert, einen Serientäter zu finden, denn die Vorgehensweise war ja bei allen Knochen, die man gefunden hat, gleich. Im weiteren Verlauf des Jahres 1924, im Juni, hat das Verkehrsamt von Hannover die Leine dann mit einem Damm gesperrt und den Wasserstand gesenkt, sodass man den Grund des Flusses untersuchen konnte. Dabei wurden, wie gesagt, 300 Knochenteile gefunden, die zu ungefähr 22 Personen zugeordnet werden konnten. Damit war also klar, man sucht nach einem Serienmörder. Der Polizei war weiterhin klar, dass es sich wahrscheinlich um einen Sexualmörder handelt. Und da alle Opfer männlich waren, hieß das natürlich, dass man auch nach einem homosexuellen Täter Ausschau halten muss. Man hat die Ermittlungen dann also auf einen bestimmten Tätertyp konzentriert. Das bedeutet, der Täter musste männlich sein, homosexuell und in der Nähe des Bahnhofs lebend. Diese Kriterien haben auf Fritz Hamann zugetroffen. Außer auf ihn auch noch auf weitere Personen. Ungefähr 30 Männer sind in Frage gekommen. Das hat dazu geführt, dass man mehrere Leute observiert hat, unter anderem auf Fritz Hamann. Man hat ihn also seitens der Polizei für ein paar Tage beobachtet, hat geschaut, macht er sich irgendwie verdächtig. In diesem Zeitraum ist allerdings überhaupt nichts passiert, was die Polizei zu weiteren Ermittlungen angeregt hätte. Man hat die Observation daraufhin wieder eingestellt. Einige Tage später ist Fritz Hamann allerdings dann doch auffällig geworden. Er wurde nämlich dabei erwischt, wie er zwei Jugendliche im Bahnhofsgebäude bedroht hat. Das hat dazu geführt, dass die Polizei ihn erstmal mitgenommen hat und ihn dann überprüft hat und daraufhin gleichzeitig auch aufgrund dieser Mordserie eben auch routinemäßig seine Wohnung durchsucht hat, weil er, wie gesagt, in dieses Raster gefallen ist. Das hat dazu geführt, dass bei Fritz Hamann in der Wohnung mehrere blutverschmierte Kleidungsstücke entdeckt werden konnten. Es waren Oberbekleidungsteile von verschiedenen Männern, verschiedenen Jungen, in verschiedenen Größen und, wie gesagt, blutverschmiert. Hamann hat dann angegeben, dass das Blut eben auf diese Kleidungsstücke kommt, weil er oft Nasenbluten hat. Er konnte allerdings nicht erklären, warum das so verschiedene Kleidungsstücke sind von offensichtlich verschiedenen Personen mit verschiedenen Kleidergrößen. Hamann wurde dann also endgültig verhaftet und ins Gefängnis gesteckt. Eine Woche später hat er dann ein erstes Geständnis abgelegt. In der Nachschau muss man wirklich sagen, das hätte auf diese Art und Weise nicht passieren dürfen, denn Fritz Hamann wurde mehr oder weniger zu einer Aussage erpresst. Zum einen wurde er von Polizeibeamten geschlagen und damit zur Aussage erpresst. Auf der anderen Seite hat man ihn auch wirklich mit Psychoterror gequält, indem man ihn unter anderem in eine Zelle gesperrt hat, in der dann verschiedene Knochen und Schädel hingestellt wurden. Also es war dann ein Sack in dieser Zelle, in der diese ganzen Knochenteile zu sehen waren. Darüber hinaus hat man so kleine Regale angebracht, auf denen man die Schädel in Augenhöhe von Fritz Hamann eben hingestellt hat. Darüber hinaus hat man in die Augenhöhlen dieser Schädel rotes Papier geklebt und die von hinten mit Licht angestrahlt, sodass die Augen dann rot geleuchtet haben. Was man dann Fritz Hamann gesagt hat, ist, dass die Opfer bzw. die Seelen und die Geister der Opfer zurückkehren und sich an ihm rächen werden. Auf diese Weise hat Fritz Hamann dann nach und nach gestanden, immer nur so viel, wie man ihm auch tatsächlich nachweisen konnte. Also er hat kein umfassendes Geständnis abgelegt. Wie gesagt, unter heutiger Betrachtungsweise wäre das Aussageerpressung und damit ein Verfahrensfehler zumindest, beziehungsweise eigentlich auch eine Straftat. Im Dezember 1924 waren die Ermittlungen gegen Fritz Hamann dann komplett abgeschlossen und man hat einen Strafprozess gegen ihn in die Wege geleitet. An 14 Verhandlungstagen wurde dann verhandelt und im Endeffekt hat man Fritz Hamann 27 Fälle des Mordes zur Last gelegt. In der Hauptverhandlung konnten allerdings nur 24 Fälle bewiesen werden, das heißt, Fritz Hamann hat 24 Menschen ermordet, möglicherweise weitere, für die er allerdings nicht verurteilt werden konnte.
Das Gericht hat vor allem die Brutalität, mit der Fritz Hamann vorgegangen ist, gewürdigt. Das bedeutet die Bisse in den Hals, aber auch die Tatsache, dass er die Opfer dann hinterher zerstückelt, teilweise verbrannt und die Reste eben einfach in einen Fluss geworfen hat. Weiterhin interessant ist auch die Tatsache, dass der psychiatrische Gutachter in der Gerichtsverhandlung ausgesagt hat, dass Fritz Hamann voll schuldfähig ist. Das bedeutet, auch trotz dieser ganzen psychiatrischen Vorgeschichte war Fritz Hamann nicht in dem Maße beeinträchtigt, dass er vermindert schuldfähig oder schuldunfähig gewesen wäre. Das bedeutet, man konnte ihn auch zum Tode verurteilen, was dann tatsächlich auch so passiert ist. Die Hinrichtung fand dann unter Ausschluss der Öffentlichkeit am 15. April 1925 im Hinterhof des Gefängnisses statt. Dort wurde Fritz Hamann dann mit dem Fallbeil enthauptet. Man hat den Kopf dann nicht zusammen mit dem restlichen Körper beerdigt, sondern für medizinische Forschungszwecke aufbewahrt. Er wurde dann nach verschiedensten Untersuchungen erst im März 2014 tatsächlich eingeäschert und anonym beerdigt. Bei diesen Untersuchungen hat man unter anderem festgestellt, dass Fritz Hamann unter einer Hirnhautentzündung gelitten hat als Kind. Die hat verschiedene Wesensänderungen zur Folge gehabt, sodass er eigentlich nach heutigem Standard zumindest vermindert schuldfähig, wenn nicht sogar schuldunfähig gewesen wäre. Fritz Hamann hat auch heute noch einen gewissen Kultstatus in Hannover und über die Grenzen Hannovers hinaus. Es gibt diverse Filme, Reportagen, Bücher und Theaterstücke sowie Lieder über Fritz Hamann und seine Taten. Bis vor kurzem hatten die Fans von Hannover 96 auch noch in ihrem Fanblog eine große Fahne mit dem Profil und dem Konterfei von Fritz Hamann. Diese Flagge wurde allerdings von der Deutschen Fußballliga mittlerweile verboten. Das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten. Haut rein!